Hallo! Willkommen zu unserem Gaming-Stream. Mittwochs, wieder mit dem Tommy. Hallo. Hallo. Ja, heute wollen wir einfach weiter an unserem kleinen Spielchen arbeiten. Ein paar neue Assets einbauen, ein bisschen am Level arbeiten. Mal schauen, was so passiert. Bin Genau. gespannt. Ja, wir haben noch ein paar Sachen vom letzten Mal, die wir noch ein bisschen verschönern wollen. Damit fangen wir am besten an. Dann gucken wir uns auch erstmal den jetzigen Stand, wie wir Genau, stehen. der letzte Mal ist ja ausgefallen, das heißt, Genau, keiner ja. weiß mehr, was wir gemacht haben, Das uns eingeschlossen. ist ein Weilchen her, ja. Also was Genau. wir bisher haben ist, unser Player läuft, kann springen, Double Jump. ja, und dann, wie ihr seht, haben wir noch dieses komische Ruckeln hier. Ja. Das hat uns letztes Mal ja schon gestört. Genau. Dann kamen wir nicht auf die Lösung. Das machen wir gleich, kümmern wir Ich uns bin gespannt. darum. Stimmt, ich erinnere mich. Wir hatten Sachen probiert, aber Genau, haben keinen. das ist eine Sache, dann. Das nächste, was wir dann beheben, ist, mir ist nämlich aufgefallen, dass unser Floor, Ja. den wir da so schön, ups, falsch, den wir da so schön hingemacht haben, nicht auf Null ist. Also er ist zwar auf Null, aber der untere Teil und nicht der obere. Ja. Ja, also müssen wir eigentlich nur ein Minus davor Das machen. heißt, wenn die Prinzessin, also ich meine, jetzt da ist hier sozusagen ganz unten, weil die Füße auch so ein bisschen aus der Bounding Box raus Genau. sind. Aber wenn wir das genau gemacht hätten, dann würde sie immer so ein bisschen schweben. Genau. Okay. So, und da fangen wir jetzt direkt mal damit an. Ach so, ja, was haben wir noch? Genau, wir haben hier den Coin. Wenn wir den einsammeln, müssten wir auch einen Punkt bekommen. Wenn wir hier in unsere Points schauen, Points, ja. eins. Wunderbar. So, das war der Stand. Okay, also dann kümmern wir uns erstmal um den Floor. Das ist ganz schnell. Und zwar im Game Manager. Setzen wir ja die Position hier. Und hier sagen wir, geh auf die halbe Höhe der Größe. So, aber das ist ja oberhalb. Und wir wollen es aber unterhalb, dass sozusagen der obere Teil genau auf Null ist. Okay. Das heißt, wir müssen einfach nur ein Minus davor machen. Ja, müssen ein paar Klammern hinmachen. Ja. Weil wenn die Höhe 2 ist und wir nehmen die Hälfte, dann geht es halt 1 hoch. Aber wir wollen ja, dass es 1 runter geht. Weil jetzt war es so, dass der untere Teil, wir haben ja die Höhe, Ja, ist. wir haben so ein, genau, wir haben es so gemacht, dass halt jetzt unten ist, sozusagen, ja. Genau. Jetzt wollen wir das oben von dem Floor unten ist. Genau, und wenn wir jetzt schauen, man kann sich da auch gut orientieren an dem Grid, also an diesen Kästchen, ja. Schachbrettmuskelkästchen, falls man weiß nicht, ob man das gut sieht im Stream. Ich denke, ja. Ja. Nur wenn ich jetzt den Floor anklicke, ich nehme mal kurz die Hand, dann kann ich das ein bisschen schieben. Genau, das Grüne hier ist ja der Collider und der ist jetzt genau der obere sozusagen, da wo wir ihn haben wollen. Also Ja. wir könnten jetzt auch die Höhe vom Collider höher machen, dann wird es ja einfach nach unten gehen. Ja. Genau. Weil wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass 0 geht Null nicht. ging nicht, ja, genau, ich Genau. erinnere mich. Da müssen wir praktisch, aber jetzt bei der Prinzessin noch Genau. Gucken wir jetzt mal. den Collider oder was das dann nochmal genau war. Mal Ein gucken. bisschen. Man kann auch zum Beispiel, wenn man Command drückt, kann man hier in dem Inspektor auch mehrere Sachen auswählen, so wie im Finder auch. Und dann, wenn man genau hinguckt, ist mir auch aufgefallen, sieht man so einen kleinen Gap. Seht ihr Ja, das? ja. Da haben wir mal recherchiert, was das denn ist. Und dann ist das aber Default-Einstellung von Unity, dass die da irgendwie, weil wenn man es im Spiel. Ist so ein kleiner Gap, egal, ne? Man Sieht man nicht. kollidiert und ist okay. Man kann es aber ein bisschen verkleinern und da wir es immer genau wollen, kann man, indem man. Dass damit dann vielleicht weniger Events gefeuert werden, wenn es zur Ruhe gekommen ist, dass das nicht die ganze Zeit so aneinander reibt und vielleicht irgendwie, könnte ich mir vorstellen, vielleicht sowas. Genau, ja. Keine Ahnung. Und da gibt es dann ein. Man kann über die Physics 2D, das ist auch nur bei Physics 2D, gibt es ein Default Contact Offset. Aha, ja. Ja, und den können wir auf Null setzen. So. Aber jetzt wäre die Prinzessin ja noch weiter unten. Das heißt, wir müssen den. Und die kümmern wir uns gleich. Ja. So. Hast du eigentlich schon mitbekommen, dass du ein eigenes Emoji hast bei Twitch? Jetzt in unserem Channel. Ich, yes. Mit der Faust. Ja, Ja. Stefan hat erzählt davon. Ja, da ist es. Cool. So, dann schauen wir jetzt mal, wie es jetzt aussieht. Ja. Und jetzt sieht man, es liegt genau
Genau drauf. Genau drauf. Perfekt. Da muss ich ganz nah ran an die Kamera, um das zu sehen. Genau. So, und warum das mit dem Player so komisch ist, wir haben nämlich letztes Mal auch vergessen. Ja, und zwar haben wir ja bei den Coin zum Beispiel, ich kann es dir kurz mal zeigen im Code, was wir im Coin gemacht haben. Im Coin haben wir ja gesagt, der Box Collider hat die gleiche Größe wie der Sprite Renderer. Ja. Damit es halt passt, ja. Beim Ja. Player haben wir es vergessen zu machen. Ah. So, wie man hier sieht, wir haben hier einfach noch eine Default-Größe und Ja. deshalb überlappt es dann halt so ein bisschen, ne? Aber das können wir jetzt genauso machen. Ich bin faul und kopiere es. Klar. So, den Collider braucht man noch. Also. Und ohne Size dann und dann hinten dran in der Genau. Zeile. Ja. Ja. Oh, ich hätte Deswegen. schon wieder vergessen, dass man Semikolon braucht. Ja, ich vergesse auch häufig. Und während ich. Okay. Ja. Genau, im Chat wird gesagt, Copy-Paste Software Engineering. Ich nenne das auch gerne Stack Overflow-Driven Ja. Development. Aber jetzt haben wir ihn noch von einem zum anderen kopiert. Ja. Das sieht auch gut aus. Genau. Sieht mir Hier schon noch am den Grid. Floor an. Genau. Perfekt. Ups. So, Ups. genau so wollen wir es. Eine Sache wollte ich aber noch sagen, ist, da es halt doch irgendwie Physik ist und wenn man sich ein bisschen bewegt. Und wenn ich einen Player zum Beispiel anklicke mit F, kann ich sagen Fokus. Ja. Fokussierter. Dann sieht man. Okay, jetzt passt es noch. Ah, ich glaube, wenn ich hüpfe, genau. Moment, ich hüpfe mal. Hüpf. Ja, sieht man, landet er nicht ganz auf Null. Keine Ahnung. Ein bisschen im Boden drin. Ja, Ja. das ist halt die Staubschicht, die so ein bisschen nachgibt im Boden. Also, Das ist das kann sein, realistisch. ja. Es gibt was, was wir vielleicht, das wollte ich eigentlich für später machen, aber wir könnten, wir machen es später. Ja. Bleiben wir. So, genau. Will ich jetzt das mit dem Laufen, dass wir das noch fixen? Genau, mit dem Laufen. Dass das so So. wackelt. Also Und das Problem war ja irgendwie, wir bewegen die Prinzessin zur Seite und gleichzeitig bewegen wir die Kamera mit, dass sozusagen dieser Effekt entsteht. Und irgendwie war es nicht ganz rund. genau, also das Hauptproblem war, wir benutzen Translate und das Beschleunigen, und das machen wir halt, es ist halt, glaube ich, so jeden Frame. Ja. Und dann sieht es so abgehackelt einfach aus. Ja. Da gibt es aber eine bessere Funktion von Unity, die nennt sich Velocity. Okay. Das heißt, es sieht dann einfach viel besser aus. Ja, Wolfgangster im Chat schreibt, wir sollen die Haare animieren von der Prinzessin, wenn wir Kann hüpfen. man, Animation kann man dann auch noch machen. Genau, Wäre auch es. interessant. Hast du da Erfahrung animieren? Ja, da, also ich habe es mal mit. Also ich habe ja mal ein 3D-Spiel gemacht und da musste man dann auch so ein paar Sachen animieren. Das können wir uns mal in einem anderen Stream angucken. Ja. Ist auch wahrscheinlich eine Stunde füllend auf jeden Fall. Ja, bestimmt, Es ja. gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dazu, also bei dem 3D musste man, konnte man einzelne Bereiche eines Bildes animieren, zum Beispiel den Arm, dass der sich bewegt. Ja. Aber üblicherweise in 2D-Spielen nimmt man sozusagen eine, zum Beispiel es gibt halt den Player im Idle, der steht halt im Laufen, wie er halt einen Schritt macht Ja. und den zweiten Schritt, das sind einzelne Grafiken und die lässt man einfach abspielen wie im Film, ne? Und dann sieht Ja. es halt aus, als ob es animiert wäre. Aber an sich ist das nicht die Animation. Genau, aber die Animation ist, also da bietet Unity ein richtig interessantes Tool, das mit der Zeit ist echt, Cool, ja. kann man sich zusammenklicken. Klicki-bunti. Ja. So, wo waren wir? Ah ja, Okay, genau. die andere Genau, wir wollten jetzt, Velocity. genau, Velocity. Und zwar hier, nehmen wir das mal raus, das, wenn wir dann nicht mehr benötigen, und das auch. Und das dann einfach, wir haben hier unseren Widget Body. Ja. Da können wir dem jetzt eine Velocity geben. So, und das ist auch ein Vektor. Vektor 3. Nicht zwei. Ähm, Bitte zwei. geht vielleicht auch Nö, keine 2. Ahnung. Manchmal nimmt er die 2er, manchmal nicht. Ja. Ja. Nochmal Ja, ändern. wahrscheinlich, wenn es ein Property ist, dann. Na gut, der Rigid Body ist ja auch 2D, dann müsste der eigentlich. Müsste gehen, genau. Jetzt machen wir mal so. Schauen wir mal, was passiert. Eins meckert er schon. Du hast jetzt ja auch drei Oh, Werte eingegeben. Entschuldigung.
Stimmt. Okay, passt. Gut. Dann starten wir mal. Was wir jetzt ja praktisch machen, wenn wir jetzt nach rechts drücken, dann ist ja dieses Get Access Horizontal 1 Genau. sozusagen. Das heißt, wir geben dem jetzt einfach eine Geschwindigkeit von Speed oder Minus Speed, je nachdem, welche Richtung wir drücken, solange gedrückt ist. Genau. So, gucken wir uns das an. Ja, sieht man, dass es so ein bisschen ruckelt, also. Ich fand, es hat jetzt mehr geruckelt, wo die Kamera stillstand. Jetzt, wo die Kamera mitfährt, wo es vorher geruckelt hat, ist jetzt super flüssig. Und am Ah, Anfang jetzt. Aber ich glaube, das sieht auch ein bisschen so. kann wahrscheinlich auch in Kann auch dem. sein, dass es einfach in diesem Editor ist. Ja. Aber es, Aber ist besser auf jeden ich Fall. würde sagen, ist besser. Ja, weil wenn die Kamera mitfährt, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Und zwar, hübschen geht nicht mehr. Okay. Oh nein. Ja, an sich ist an sich nichts Schlimmes. Ah, haben wir da auch mit Velocity das gemacht? Ja, wir haben hier, Update wird hier immer ausgeführt, ja, Ja. in jedem Frame. Und das heißt, egal was wir hier machen, AdForce, wir geben ihm immer Y0 Velocity. Das heißt, der überschreibt Ja, sozusagen also das Ding. eigentlich, also wenn wir eine Force auswirken, setzt es eigentlich auch die Velocity wahrscheinlich in halt, wie je nachdem, wie die Force Wahrscheinlich, aber gelockt ich ist. denke einfach, dass es einfach direkt überschreibt hier, Ja. ne? Weil es wird zwar hier, das wird getriggert, aber direkt im nächsten Frame Ja, wird sie ist weg wieder auf null, weggenommen, ja. drückt sozusagen wieder nach unten Ja. den Player, weil er ist ja dann. Deswegen, wir behalten einfach den Velocity-Wert, den er schon hat, für Y. Also RB Velocity Y. Oder. Probieren. Also ich hätte jetzt einfach gesagt, wir machen das nur, wenn Jump Count 0 ist. Ja. Weil sonst Dann könnte ich aber in der Luft ja nicht mehr steuern, oder? genau, also man springt ja, Ja, aber man hat ja dann die normalerweise, zumindest Force. beim Mario-Spiel, kann ich in der Luft ja dann noch wieder weniger zurück, bisschen und Stimmt, so weiter. ja. Wir können es mal ausprobieren, so habe ich es gar nicht probiert. Also wäre jetzt so mein Hm. naiver Ansatz vielleicht, dass ich sage, okay, mir ist Y egal, also es soll einfach so bleiben, wie es war. Wir beeinflussen nur Stimmt, bei X. Mario kann der ja gegen die Gesetze der Physik in der Luft sich drehen. Jetzt kann natürlich auch, wir können natürlich sagen, dass sobald man abgesprungen ist, können wir nicht mehr die Aber Richtung. Aber jetzt sonst. können wir springen und wieder zurück. Also mir ist egal, wie wir es machen. Was du machen könntest, dass du, wenn du gesprungen bist, Ja. den Speed wegnimmst. Also, dass du nicht mehr so schnell. Wobei, dann würdest du ja. Kannst mal probieren. Jetzt müssen wir mal ausprobieren, wie das. Können ja Speed einfach 0 geben. Also Wobei dann, das ist dann kannst du dich vielleicht nicht mehr bewegen. Also musst du nice. irgendwie. Genau, und dann musst du dann auch wieder zurücksetzen. Vielleicht einfach ein Else. Ja. Und das schon selbst. Aber der Else. Der wird ja immer Du musst, glaube ich, ausgekoppelt. unten das machen, bei dem Uncollision Enter 2D, wo wir den Jump Ja, halt das ist gut. zurücksetzen. Das ist gut. Das Einzige, was jetzt wahrscheinlich passieren könnte, wir nehmen sozusagen Anlauf mit Speed 5, springen, und sobald wir aber springen, wird dann unser Speed auf 1 gesetzt. Das heißt, wir haben Anlauf und springen sind auf einmal ganz langsam. Und wenn wir nicht weiter Pfeiltaste drücken, bleiben wir in der Luft stehen. Mal. Ja. Ja, nee, es war anders besser. Ja. Was du eigentlich Ja? machst, was du bräuchtest, ist, dass sobald du abgesprungen bist, ja, Mhm. du nicht mehr direkt die Velocity setzen kannst, sondern dass du nur noch ein bisschen die so massieren kannst. Aber du bleibst, also die Richtung bleibt, aber du kannst auch noch so ein bisschen bremsen, sozusagen. Aber wir machen es erstmal so, wie es. Okay. Also haben wir uns entschieden, dass wir in der Luft hin und zurück. Ja, Ja, ist also. besser, oder? So, also wenn wir das, wir können ja einfach das andere vielleicht auch noch ausprobieren, wie sich es anfühlt.
Und dann gucken, was sich besser anfühlt. Da gibt es so ein Kommando zum Formatieren, ist das? Shift Option F. Aha. So. Ah, nee. Was habe ich? Was ist jetzt passiert? Habe ich Speed noch auf 0 gesetzt? Ja, Ah, 1. 1, ja. Schon gedacht. Solar. Oh, es gibt eine Vorhersage. Wird es in dieser Folge schon ein Mario-Klon? Klone. Ja. Weiß nicht, ob das so unvorhersehbar ist. Natürlich. Also ich würde es so lassen, ich fand es so eigentlich ganz Mit gut. dem in der Luft steuern. Ja. Jetzt haben wir gar nicht geguckt, wie sie es Ach anfühlt, so. aber egal. Ich habe, Also ich habe glaube nicht ich, war zu geguckt. schnell. Vielleicht, ja. Gucken wir nochmal. Zu schnell für mich. Ich war vom Chat abgelenkt. Hoch. Du kannst jetzt halt nichts mehr machen, wenn du. Ja. Du fliegst halt einfach so im. Also, so wie es eigentlich physikalisch korrekter wäre. Sobald du in der Luft bist, kriegst du halt die. Aber deine Geschwindigkeit wird ja, bleibt auch gleich, ne? Also, so wie du abgesprungen bist, so hast du die ganze Genau. Zeit. Du bist nicht irgendwie langsamer oder gut, ja. Genau. Ich meine, wir haben ja keinen Luftwiderstand. Ja, also ich weiß nicht, wie sich es besser anfühlt vom Steuern. Ich glaube, da musst du, Was wenn. sagt der Chat denn? Sagen wir, wie Mario, dass man sich in der Luft, dass man in der Luft beim Springen wieder zurück kann. An sich ist es schon gut, weil wenn jetzt Gegner kommen und man will die Ja, irgendwie genau, killen, du willst ja weil. eigentlich genau zielen, wo du landest. Genau, So, ja. Und ja. dann, Oder sonst du erwischt man springst sich, erstmal glaube. hoch und dann justierst du dich noch so. Ja. Aber was ich halt nicht weiß, ob die, ob das die gleiche Geschwindigkeit sein soll, wie man laufen kann. Eigentlich muss es so ein bisschen. Langsamer meinst? Ja, das haben wir ausprobiert, das hat ja auch so nicht funktioniert. Aber ich glaube, wenn du es jetzt erstmal so Ja. machst, passt das schon. Wie war der Shortcut? Ah, Shift Option F. Man wäre FB-Format, dran gewöhnt. das kann man nicht mehr. Shift Option ist schon schwieriger. Ja. Okay, jetzt können wir laufen, hüpfen und ohne ruckeln. Genau. Wir haben Flow und alles angepasst. Dann war es das jetzt erstmal mit den Dingen, die wir letztes Mal. Komm, ich nehme hier noch Was mir ein. jetzt gerade noch einfällt, auch Ja. jetzt im Vergleich zu Mario, da laufe ich ja auch nicht am Boden vom Screen lang, sondern da ist der Floor ja auch so ein Stückchen höher. Vielleicht haben wir es deshalb letztes Mal auch plus gemacht. Das weiß ich nicht. Aber es fällt mir jetzt nur so auf, weil du selten läufst ja am Boden vom Screen lang, sondern läufst ja auch etwas lang. Ja. Das musst du ja auch erstmal anzeigen. Also wenn wir dem, kann man so einfach eine Farbe geben? Nee, man muss eine Grafik machen, ein Okay. Sprite. Können wir aber später noch machen. Da würde ich jetzt dann auch sagen, gehen wir jetzt mal zum Make It Pretty Teil. Also verschönern wir das. Da hat der nette Stefan hat mir da Grafiken geschickt. Danke. Die zeige ich mal, dass wir mal sehen, Ja, was wir bin haben. gespannt, ich kenne sie noch nicht. Ja, ist Game nicht. Design. Genau, also zum einen hat der den Coin ein bisschen schöner gemacht. Hat auch Schattierungen und so. Dann haben wir den Background. Wow. Einfach grün, Green ja. Screen, ja. Ja. Aber der hat gar keine Struktur, oder? Nee. Dann sehe ich doch wieder nicht, wie man läuft. Genau, aber wir werden hier noch ein Hindernis hinzufügen. Okay. Diese Blöcke hier. Da gibt es solche. Ich habe mir aber vorgenommen, dass wir einfach einen nehmen und den dann einfach mehrere davon Ist halt aneinander rein. ja, okay. Aber du hast dann Macht mehr einfach immer Spaß. so eine Rundung, praktisch die Rundung und dann wieder so. Ja, aber das stört Ist, nicht. nee, Ja. nee, ist okay, ja. Genau. So. Dann würde ich jetzt erstmal anfangen mit, erstmal ersetze ich einfach das Ja. Asset mit der anderen. Dann sehen wir nochmal ein kleiner Refresh vom letzten Mal. Wir haben hier unser Resources-Ordner mit einer Benamung. Kurz gucken, kann man das auch zur Liste? Ah ja, so finde ich es besser. Das ist ja merkwürdig, wenn man es klein schiebt, wird es eine Liste. Ja. Okay. Was ist Ich denn da bin, eigentlich nein, ich noch? bin noch nicht im Weg. Ich Guck bin noch mal. ein bisschen. Warte, so muss ich gucken. Aha. So, okay, wir haben hier die Flame. Die drag ich einfach rein. Nehme ich dann so? Spaß mit der Kamera.
Jetzt, ich nehme einfach den gleichen Namen, lösche es. Ach so, Zurück. okay. So, weil den, Es geht, wir ja. referenzieren das Asset ja über den Namen. Ja. Ja. So, und dann, letztes Mal noch, es gibt ja diesen Sprite-Mode Single. Und damit können wir mit dem Sprite-Editor nicht viel machen. Oh, den sieht man jetzt gar nicht, oder? Da. Ne, da, ja. Eigentlich ist er dafür da, wenn man mehrere, das ich vorher gesagt habe, man könnte theoretisch jetzt hier ein Sprite nehmen, das aus vielen Grafiken besteht, wie ein Player läuft, wie ein Player sich duckt und so. Ja. Und hier die dann einzeln ausschneiden. Aber man kann ihn auch missbrauchen, indem man zum Beispiel auch ups, den Slice, mal gucken. Slice machen. Ja, wegen dem Schatten hat er jetzt halt so einen Abstand. Ja. Vielleicht hätte ich doch ohne Schatten nehmen sollen, Stefan. Aber wir können es jetzt auch einfach manuell Dann ziehen wir den, dann anpassen. schneiden wir den. Ist das jetzt, aber die Grafik wird trotzdem genauso angezeigt? Oder schneiden wir damit auch die Grafik ab? Wir schneiden die Grafik. Sollen wir es dann so lassen? Dann sieht der Schatten so abgeschnitten aus. Ja, ich lasse jetzt erstmal so. So, dann haben wir das mit dem Pivot oder Pivot. Und letztes Mal festgestellt, dass das immer mittig ist. Ja. Und da gibt's, habe ich letztes Mal noch nach, hab ich noch mal nachgeguckt, ob man das irgendwie standardmäßig machen kann, dass der immer unten ist. Man kann es berechnen irgendwie, dass das Game Object mit irgendeiner Helper-Function sozusagen sich immer unten alignt. Oder man setzt einen Parent, aber das alles fand ich nicht so gut. Und da wir eh den Sprite Renderer, den Sprite Editor öffnen, um das anzupassen, muss man halt hier unten noch immer das noch angeben. Ja. So. Okay. Dann apply. Nochmal zum letzten Mal. Das heißt, wenn ich ihn jetzt auf 0 setze, ist der Nullpunkt hier unten an der Linie. Sonst, wenn er in der Mitte ist und ich in die Position 0 gebe, wäre er quasi zur Hälfte sichtbar. So. Ja. Okay. Dann starten wir einfach mal. Schauen wir mal, ja. Der Coin ist sogar im Chat als Emoji. Yay! Jetzt laufen wir mal hin. Wir können ihn noch ein bisschen näher machen gleich, dass wir da nicht immer Ja, hingucken das ist so lang müssen. dauert. Oh, das ist aber So. klein. Der ist aber süß. Genau, man sieht jetzt den Abstand unten. Das ist Ja. halt der mit dem Schatten. Ja, wir wollten es aber eher ein bisschen schweben lassen oder so, oder? Ja, warum nicht? So. Jetzt bringen wir den Coin mal nur kurz ein bisschen näher hin. 20. Ja. Wenn du ihn jetzt ein Stück hochsetzt, fällt er dann runter? Nee, Okay. weil er kein Rigid Body attached hat. Können wir mal gucken, was er hat. Er hat nur einen Ja, Collider. nur den Collider, genau, Genau. dass wir wissen, wann er eingesammelt wird. Genau. So, wir können ihn trotzdem mal 3 machen. Muss wahrscheinlich ein bisschen näher sein. Starten wir Ah, ja. mal. So. Sehr gut. Okay. Okay, so, Jetzt. haben wir jetzt den Hintergrund. Wir könnten jetzt natürlich auch irgendwie hinten ein Bild hinmachen, aber da es nur eine Farbe ist, Ja. könnte man ja theoretisch ja auch einfach der Kamera hier Background Color setzen. Ja. Ah, das geht. Ja. Weil ich ja Fragen gefragt habe, aber kannst nicht einem Ding eine Farbe setzen bei Ja. der Kamera. Genau. Okay. Ich meine, was passiert? Bin ich auch mal gespannt, wenn ich hier einen Sprite Renderer hinzufüge. Es geht, okay. Ich will mal gucken, ob es Oh, guck mal, dem überhaupt. Ja? Sprite-Renderer kann es auch eine Color geben. Ja. Mal kurz gucken, ob das. Ich nehme jetzt einfach mal nur zum Testen, was passiert. Nichts. Nichts. Ja, genau. Deshalb würde ich einfach. Wir geben ja dem der Kamera hier Black. Ne? So. Und jetzt geben wir einfach der Kamera die Farbe von dem hier. Da kommt, wer ein Mac hat. Ansonsten gibt es auch wahrscheinlich für Windows irgendeinen Color Picker. Nimmt man sich hier die RGB-Farbe. Egal welche. Übersteuert, was heißt denn das? Zu grell.
So, das sind jetzt die Werte, die merken wir uns. Da kann ich ja noch einen Tipp geben. Ja. Wenn du mal oben bei Farbe, glaube ich, drauf drückst in der Menüleiste, ja, da kannst du die Farbe als Text kopieren mit Aha. Shift, Command Command, C. Shift, C. Und dann kannst du sie da einfügen, wo du sie hin wolltest. Schauen wir mal, was passiert. Ah, das ist gut. Du kannst auch, wenn du Hex willst, brauchst du Hex oder brauchst du RGB? RGB. Okay, weil du kannst auch die Einheit auf Hex stellen und dann in den Hexwert Ja, kopieren. das ist gut, ich hab's, sonst habe ich es mal abgeguckt. So, also, dann machen wir eine Hallo New. Dimo, ist im Chat. Hi. Dann machen wir den New Color. Ja, ups. Und oben sieht man schon Ja. RGB. So. Ich hoffe mal, die Reihenfolge passt, aber wahrscheinlich Sollte. schon. Hinten Alpha-Komponente kann man angeben, wenn man jetzt irgendwie Transparenz möchte. Muss man aber Standardmäßig nicht. 1 braucht man Okay. nicht. Wenn wir es jetzt starten, passiert Folgendes. Weiß. Warum? Warum? Ich hätte mich jetzt schon gefragt, wo der die Farbe hinsetzt. Ja, die Sache ist, Ach so, die der. Color an sich kann nur Werte zwischen 0 und 1. Das heißt, man könnte jetzt entweder, sagt man hier, geteilt durch 255. Ja. Mach mal. Bin gespannt, was da rauskommt. Ob das, das ist das .NET, ne? Dass das kann. Weil zumindest bei Objective-C früher immer und auch bei Swift vielleicht auch. Also du hast diesen, der teilt jetzt halt zwei Ints. Dann ist das Ah ja, Ergebnis Int. ich glaube, du musst F hinten noch Naja. dran setzen, gucken, Und was dann rauskommt. Wahrscheinlich macht 0, er jetzt oder? weiß oder schwarz wieder. Ja, Schwarz, ja. genau, weil er 000 rauskommt. Genau, ich glaube, wenn wir so Ja. machen, probieren wir es mal. So. F steht für Float in C-Sharp. Jetzt klappt es, genau. Aber es sieht halt blöd aus, ne? Also, es gibt noch eine einfachere Variante. Ich definiere eine Farbe gleich hier oben mal. Und zwar machen wir Color und nennen sie Background Color. Und zwar gibt es einen Color 32. Und hier können wir dann die RGB-Werte, wie sie sind, einfügen. Okay. Das ist dann ein wenig schöner. Ja. Ach, genau. Hier braucht er aber noch eine Alpha. Natürlich. So. Warum auch nicht? Warum sollte man es konsistent machen? Wo ist es hier? Jetzt können wir einfach die Color Was ich zuweisen. jetzt noch, wie noch, also ich stelle es mir ja so vor, dass die, dass der, wenn ich laufe, ja, dass dann sich der Hintergrund mitbewegt, sozusagen. Aber jetzt hast du ja der Kamera das als Hintergrund gemacht, das heißt, auch wenn ich dann ein Bild machen würde, würde einfach die ganze Zeit dieses Bild da und würde sich nicht nach links und rechts bewegen, wenn wir jetzt laufen, wenn wir die Kamera bewegen. Das stimmt, ja. Und wir, ja, mit dem Grün an sich, vielleicht sollte man noch ein anderes nehmen, aber könnte auch hinten halt eine Sprite setzen, einfach. Ja. Noch ein Bild hinten über das ganze Level hinweg. Das können wir vielleicht später noch machen. Jetzt für jetzt. Ja, ich meine, wenn unser Hintergrund grün sein soll, einfarbig, ist es so wahrscheinlich besser, weil dann ist es eh immer einfarbig. Genau, ja. Und die Bewegung sieht man dann durch die Hindernisse und alles Ja. was. Oder halt. Wir wollen ja vielleicht im Floor noch was geben. Da wird man dann auch sehen, dass der Player drüber Also ich läuft. stelle jetzt mir jetzt so vor, dass die Hindernisse der auch, dass wir da aus dem auch den Floor bauen. Sozusagen. Also Das dass du könnte man theoretisch theoretisch auch, diesen ja. Würfel nehmen könntest Ja. und einfach unten einmal lang baust mit der Ja. For-Loop oder irgendwas. Ja. Das hatte ich auch vor. Also nicht den Boden, aber deren Hindernisse, aber das können wir dann die Funktion auch verwenden für den Boden. Gute Ja. Idee. Das machen wir. So. Und dann können wir sogar die Löcher machen, wo der Mario reinfällt oder die Stimmt, Prinzessin ja. rein. Können wir einfach random Blöcke rauslassen. Ja. Okay. Erinnert dich das an Minecraft? Hast schon wieder Ach, mein Wir Blöcke. können, warum machen wir eigentlich nicht Minecraft? Stimmt. Genau, ja, aber es ist halt 3D. Ja. Gut, vielleicht für einen anderen Stream. Machen wir erstmal Mario fertig. So, okay, dann haben wir den Hintergrund jetzt. Noch einmal kurz starten und gucken, ob alles passt. Man sieht den Schatten Grün. sogar. Ist die Ah, Prinzessin so ein stimmt. bisschen Ja, die passt jetzt nicht mehr ohne rein, ja. Schatten, ne? Vielleicht kann uns der Stefan da ja eine. Vielleicht hat er mehr Skills als meine 5-jährige Tochter. Das kann auch Nö, sein, also aber. wenn wir in dem Style bleiben sollen, muss er da ja einfach nur so einen weißen Border drumherum machen.
Und ein Shadow. Das war nur temporär, weil ich keinen anderen Player hatte und Angst Ich finde hatte. den super. Ja. Den müssen wir lassen. Den können wir nicht rausmachen. Der muss Okay. drin bleiben. Okay. Oder was natürlich auch noch machen könnte, wir finden einen Mario-Player und die Prinzessin muss man dann retten am Ende vom Oder Level so, oder ja. so. Aber jemand hat doch einen Vorschlag gemacht, dass wir sozusagen umgekehrtes Mario machen, dass die Prinzessin Das den Mario rettet. ist auch gut, ja. Wir sind ja im Stream schon unsere Idee gesagt haben, dass wir vielleicht ein Foto von Christian machen. Ihr kennt ihn ja aus unserem Hardware-Stream. Ja. Seinem sensationellen Schnauzer. Würde doch super passen. Auch eine gute Idee. Müssen wir Ja. ihn fragen, ob er uns sein Gesicht auskleidet. Wir können ja unser das Emoji nehmen, was wir schon haben. Okay, so, also fangen wir an. Jetzt fangen wir mal an. Ich würde Genau. mal so ein Cube, Würfel den so ein hier. Würfel, so ein Obstacle nenne ich es jetzt mal bauen. Und zwar mache ich dafür, warum nicht, ein neues Skript, ein Mono-Behavior-Skript. Dann erbt es automatisch von Mono-Behavior, wie man hier sieht. Ja. Und hat auch Unity Engine schon. Namespace. Hier F2. Wie geht F2? Haha. Die Taste, wo F2 dran steht. Na, bei Mac nicht ganz so. Nutzt man nicht so häufig. Gell? Wie nennen wir es denn? Obstacle, oder? Ja. Obstacle oder Hindernis oder Cube. Cube ist besser. Cube gefällt mir mehr. Entschuldigung. Cube, so. Im Prinzip ist es genau das gleiche wie für ein Coin. Ja? Deshalb. Nur, dass er sich nicht destreut, wenn man ihn. Ja. Das könnte man hier auch auslagern, vielleicht in der Funktion. Ja, jetzt machen wir erstmal Jetzt machen wir erstmal Copy-Paste Refactoring. Development. Können wir dann auch mal machen. Genau, hier kommt ein Sprite an. Haben wir noch keins? Wir nennen es mal erstmal Cube. Das passt. Update braucht man nicht. Und ein Collision brauchen wir auch nicht. Optimal. Genau. Okay, dann, ja. Aber wir brauchen noch irgendwas, das man nicht durchfällt. Das ist der Collider. Ich habe Den hier haben so einen wir. Ach, der ist da kopiert. oben, ja, okay. Genau. Also das Require Component nochmal zur Erinnerung. Das heißt, wenn man ihn, das heißt, ich muss ihn hier nicht hinzufügen wie das hier. Ne? Das heißt, der prüft, ist er da? Wenn nicht, füge ich ihn automatisch Okay, hinzu. ja, ist stimmt, ja. Das heißt, wir könnten auch das Refactoring machen wir vielleicht später einfach zum Schluss. Das auch ähnlich machen wie dem hier, dass wir ein bisschen konsistenter sind. Im Chat wurde eine Umfrage gestartet. Wer soll wen retten? Mario die Prinzessin Mario oder die Prinzessin Tommy oder die Prinzessin den Jonas retten. Aber es hat noch keiner abgestimmt. Dann schauen wir mal. So, okay, Cube, genau. Jetzt brauchen wir das Asset. Fügen wir das Asset Ja. hinzu. Haben wir ja gesagt, wir nehmen den einer Block. Drag mal einfach rein. Wir nennen ihn um in Cube. So. Dann das gleiche Spiel im anderen. Multiple. Genau. Und dann sagt er, ja, ich muss da Import-Settings anpassen. So, hat auch ein. Ich weiß nicht, ob ich hier würde ich sagen, nehmen wir nicht einen Schatten, weil wenn wir die jetzt aneinander reihen, Ja, dann sieht's blöd hätte aus, man eine ja. Lücke. Deshalb sagen wir Slice. Dann gibt er mir hier schon so einen Rahmen, Ja. den ich dann einfach. Kann man den Schatten auch mit Unity werfen lassen? Ja, es gibt Light, also Licht in Unity. Wie es in 2D sich verhält, kann ich gerade gar nicht sagen, aber in 3D kann man auch mehrere Lampen, das sind dann einfach Game Objects im Raum, wie Taschenlampen kann man sich Ja. vorstellen, die halt Ja, ja einfach 3D macht. denke ich mir. 2D wäre die Frage, ob man das da auch nutzen kann. Wir können es mal ausprobieren, vielleicht. Wird bestimmt auch gehen. Das muss So. er pixelgenau ausrichten. Auch Bottom Center. Ja. Und Apply. So. Okay, jetzt haben wir Cube. So, und jetzt müssen wir es halt noch initialisieren. Im Moment machen wir alles im Game Manager. Das lagern wir dann mal bei Gelegenheit aus. Wir könnten jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Boden damit bauen,
könntest du ja einen Floor machen, wo du dann einfach das zusammen, also mit einem For Loop zum Beispiel oder so, irgendwas. Genau, also das, da komme ich dann noch dazu, wie wir sozusagen dynamisch Ja. eine Reihe machen und eine Treppe. Okay, ah, Treppe. Sehr gut. Ja, aber erstmal lassen wir alles im Game Manager dann. Genau. Also ich mache einfach eine Funktion auch noch hier drin dann und dann können wir es vielleicht später schön Ja. auslagern, einfach ein bisschen aufräumen, dass wir beim nächsten Mal einen sauberen Start haben. Genau, aber wir machen es genau wie hier. Machen ein neues Game Object, nennen es Cube. Von mir aus. Das Ergebnis ist 50-50. Die Prinzessin soll den Mario retten und Prinzessin soll mich retten. So. Erstmal initialisieren wir ihn mal so, zu gucken, ob alles funktioniert. Wir nennen es Cube. Müssten Position brauchen wir noch. und die Komponente Ah Cube, ja. also das Skript, das wir vorher angelegt Ja. haben, und eine Position. Jetzt machen wir Hier einfach nur drauf. einen Würfel rein, ne? Genau. Mal schauen. Zwei. Wir machen mal auf 5 und 0 und schauen, ob er dann auffliegt. Die Größe von dem. Standardmäßig ist 1,1. Okay. Das ist diese Units, wie es bei Ja. Unity heißt. Uns das mal an. Da ist er. Boah. Und kannst gegenlaufen? Und was passiert? Oh! Das Genau. gefällt So, mir. das ist natürlich auch ein Ding, das müssen wir ausschalten. Ja. Und zwar geht es ganz einfach bei Unity. Man kann, wenn man sich den Rigid Body anguckt, hier, gibt es eine Constraint, wo man einfach sagen kann, Freeze, also was hier passiert, er rotiert auf der Z-Achse. Ja. Man kann die freezen. Ja. So. So ein krasser Das. Sprung heißt im Chat. Sehr gut. Vielleicht kann man Ja. da später dann auch irgendwie so Überschlagsprung machen oder so am Ja, Ende. oder es gibt so einen engen Spalt, wo man sich erst drehen muss, damit man da reinpasst oder so. Das geht mal in den Player. Das gehört ja im Player. Und mal gucken, wo wir das finden. Wahrscheinlich Constraints. Constraints. Gibt es sowas wie Freeze oder Set. Set? Nee, vielleicht Freeze Rotation Ja. ist ein Bool. Ja, wahrscheinlich, weil es 2D schon ist, bietet er mir nur ein Bool an. Dann sage ich True. Ja. Gehe ich mal davon aus, dass das passt. Schau mal. Ah, geht. Sehr gut. Kommst rüber. Sehr gut. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mit diesem Würfel unten unseren Floor Genau. mal pflastern. Genau. So. Dafür würde ich jetzt einfach mal. Musst du eigentlich dieses Property oben haben? Nö, ne? Das wäre auch so gegangen. Also das Wäre doch so gegangen, genau. Cube-Punkt. Ja, nur, dass man. Genau, ich könnte auch so Ja, und ja. das ausnehmen. Ist vielleicht sogar besser. Ja. Das war ja eh nur der Test, jetzt für das eine. Genau. Genau, so. Ich würde jetzt einfach mal eine Funktion machen. Mit großem Busch. Ja. Create, nimm Floor. was. Ah, ich würde eine generische Funktion machen. Also meine Idee war so: Wir nehmen ein Inam und nennen es Object, Obstacle oder wie nennen. Objekt ist immer so ein blödes Wort. Was hast du? Ja, Hindernis, ne? Obstacle ist schon okay. Aber wir können es vielleicht auch für die Coins später verwenden, dass wir einfach eine Reihe von Coins machen. Weißt, wir nennen sich Objekte im Spiel Items, oder? Items, ja. Item. Ach, ich weiß es auch nicht. Wie habe ich es denn vorher genannt? Ich glaube Obstacle. Irgendwas mit Obstacle habe ich es, glaube ich, genannt. Ja, Item ist doch okay oder irgendwie Element oder. Create, ja. Placement, Placing. Creation Type nenne ich es jetzt, oder? Ja. Also ist Inam jetzt Ja, nur. das ist, du willst, was du da reinschreiben willst, ist halt irgendwie Line, Stair oder sowas, Genau, oder? ich dachte so Row und Stair. Mhm. Können es ja mal so lassen, oder?
Und dann würde ich sagen Create Items. Da geben wir dann den Type rein. Creation Type Type. Und wir brauchen auch eine Startposition. So ab welchem, so wo der erste gesetzt wird. Was nennen wir Startposition? Startposition. Und wir brauchen Count oder sowas vielleicht. Count, genau. Amount, Count, Count. Amount? Was? Count, würde ich sagen. Amount hört sich so nach, man muss was bezahlen. Ach so, stimmt, ja. Okay. So, dann können wir ein schönes Dutsch machen. Bam, mit dem Tabulator filtert das aus. Ich verstehe auch nicht, warum das bei Xcode nicht funktioniert. Das geht schon, halt aber so. Nicht so gut halt. Kann ich hier jetzt noch irgendwie sagen? Aha, add missing cases. Bam. Ausnehmen braucht man nicht. So, ich fange mal mit der Row an. Das ist natürlich ein bisschen einfacher. Und zwar sage ich eine klassische For Loop. Was du jetzt ja noch nicht reingeben, also weil du vorhin meintest, du würdest es auch mit Münzen machen wollen. Stimmt, ja. Den Typ, den du da reintun willst. Aber wir können ja erstmal mit dem Cube das machen. Genau, und dann können wir es generisch machen. Genau. Generics. Generics. Ich erinnere mich noch damals im Projekt, habe ich überall Generics eingebaut. Bei dem. Ja, da war das irgendwie. Selmarin-Projekt. War recht neu, oder? Generics? Nö. Also in C-Sharp? Oder? Ich weiß nicht. Nicht. Da hast du dich richtig ausgetobt, hat dir richtig Spaß gemacht. Das weiß ich nicht. Und ich habe da gerade angefangen nach dem Studium und dann war das alles so, boah. Wow. Magisch. Jetzt habe ich es magisch auch. So, okay, also, was haben wir? Count? Ein klassischer For Loop. Genau, Classic. Können wir uns For Each machen, aber For Loop ist immer ganz gut. Im Endeffekt machen wir das gleiche wie hier. Hier oben dann nicht mehr. Ja, pack noch ein Bar vorne hin. Das heißt halt, dass er jetzt in der For Loop immer ein neues Objekt anlegt, Cube hinzufügt. Die Position müssen wir jetzt halt dynamisch machen. Ne? Sonst wird es ja immer einfach alles aufeinander. Genau, also erstmal wäre es wahrscheinlich Startposition und dann müssen wir jedes Mal X dazu zählen, genau. Genau. Jetzt ist die Sache, ich mache es erstmal so, wie man es intuitiv machen würde. Okay. Und dann zeige ich, dass das so nicht ganz funktioniert, aber ich mache es einfach mal. Jetzt würden wir jetzt sozusagen die Scale vom Objekt nehmen, also Cube Transform Local Scale X, ne? mal I. Ja. Ja. Und hier einfach nur erstmal die, weil da es eine Row ist, bleibt Y immer gleich. Ja. Deshalb ist Startposition Y. So. Und starte das jetzt mal. Du musst noch aufrufen. Deine Funktion. Machen wir kurz mal hin. Und wir wollen jetzt ein Creation Type Row. Ah ne, wir müssen jetzt die Position reinmachen. Vektor 2, wir fangen mal bei 0 an, oder? X0. Dann kollidiert es vielleicht mit der Prinzessin. Die könnte man eigentlich oben irgendwo anfangen lassen, dass sie runterfällt. Aber du kannst jetzt erstmal bei, wie du vorhin die Kiste war, bei 5 oder so anfangen. Okay, 5. 0. Und 0. Und Amount. Ja, wie gesagt, oder? Ja. Da fehlt noch was. Ist new, muss man sich auch wieder dran gewöhnen. Ja. Unnötig. Jetzt gucken wir mal, was ganz vergessen, dass man das immer machen musste. Und wir sehen diese Spannung. Aber man sieht genau, es ist bei der Hälfte. Ne? Ja. Weil unser Punkt unten in der Mitte ist. Ja, weil wir sagen, das ist genau das Problem. Die Local Scale, habe ich ja vorher gemeint, die standardmäßig einfach immer 1. Also wir können nicht nach der Scale gehen. Ich zeige es mal kurz im Internet. Brauchen die Breite einfach.
Genau, ich zeige es im Editor, Ja. wonach wir gehen müssen. Nehmen wir uns mal einen Cube. Ein Bit. Nehmen wir uns mal einen Cube. Sieht man Ja. jetzt ein bisschen schwierig. Aber ihr seht hier, die Local Scale ist 1,1. Aber was wir wollen, ist Size. die Size vom Collider. Ja. Weil der ist, umrandet ja genau die Sprite. Oder die Size vom Sprite. Aber ich würde jetzt nach dem Collider gehen. Deshalb brauchen wir den. So, das heißt, wir brauchen den Collider. Den holen wir uns mal, indem wir sagen Cube get component Box Better Collider ist 2. Genau. Und sagen Collider Size Size ist X. X. Ah, nicht Width, okay. Na, das ist iOS. Mit der Width. Genau. Dann schauen wir uns an. Achtung, nicht erschrecken. Immer noch gleich. Frage Ah. ist, warum? Weil wir, ich zeig's mal im Code, im Game Manager rufen wir die Funktion im Start auf und im Cube, nicht im Cube, doch im Cube, sagen wir auch im Start, setzen wir das. So, es ist ein Timing-Issue. Ja. So, es gibt deshalb einen Lifecycle, der nennt sich Awake. Das ist vor Start. Okay. Und ich würde immer Sachen am Anfang konfiguriert, würde ich generell in Awake machen und nicht in Start. Einfach nur, dass die in Start verfügbar sind. So, wenn wir es jetzt starten. Tada! Jetzt mal Jetzt drauf. passt's. Mal drauf. Was machst du denn da? Ja, das ist halt auch nochmal Bleibst hängen. der Collider von dem. Jetzt. So. Bisschen Platz helfen. Und jetzt sieht man, dass man läuft. Ja. So. Ach, guck mal, was jetzt passiert. Ach so, hä? Ach, man kommt nicht mehr zurück, das haben wir eingebaut, gell? Oder? Nee, aber du müsstest eigentlich nach links laufen können. Was nach unten Kannst du gehen? mal rüberhüpfen? Vielleicht hängt er irgendwo fest. Was ist denn da Kann los? sein, dass das wegen dieser Offset ist, dass du jetzt nicht an irgendwelchen kleinen Pixeln da hängen bleibst. Kann natürlich sein. Hier mal kurz alle. Kann schon sein, dass er hier, guck mal. Ja, genau. Sollen wir den Vielleicht, Offset mal ja, mach den zurückmachen? Offset mal wieder rein. Und einfach um zu gucken, ob der dafür da ist, dass man das deswegen hängen Ja, bleibt. es hat auch einem Foto mal geschrieben, oder hat einer geschrieben, er muss größer 0 sein. Wollen wir Sonst steckt man immer im Boden fest. jetzt. Nee, ich steck wieder fest. Aber wo? Weil du bist mit deinem Dings ja irgendwie nicht im Übergang. Doch, jetzt bist du vorne an dem. Wenn du jetzt hüpfst, kommst du drüber, oder? Ja. Okay, man steckt fest. Ja, könnten wir uns überlegen. Ja, der muss aber schon das vielleicht mit den einzelnen. Ja, wir brauchen die ja später auch. Was man machen könnte, ist, man kann auch ein leeres Objekt anlegen. Also jetzt quasi, dass man so macht. Empty. Nennen es Floor. Also ich mache das nur mal hier, klicke das. Und das ist der Parent. Und der hat dann ein Box Collider. Ja, hatte ich halt auch überlegt, dass du die Box halt einfach, also dass du nur einen Collider hast pro diese Genau. Einheit, die wir da erzeugen. Ah! Runtergefallen. Frage ist jetzt, wie groß ist der? Was ist denn da? Ach, das ist jetzt der Floor. Ja, dann müsste ich mir dem die Größe geben Allen zusammen. von allen zusammen. Ja. Kannst ja Times so mal den. Wo ist denn der da? Sollen wir das mal probieren? Oder sollen wir.
Erstmal die Stairs noch reinbauen. Den Floor wollte ich eigentlich gar nicht jetzt mal. Also. Ja gut, aber das Problem hättest du ja auch, wenn du halt ein Hindernis weiter oben machst, wo man drüber muss. Das ist ja egal, ob es jetzt ein Floor ist, wo du langläufst oder halt Ja, ein stimmt, kleines genau, Hindernis. ja. Das Hängen hättest du trotzdem. Okay. Aber es ist halt auch die Frage, wenn du das in so einem Parent machst, dann funktioniert das ja vielleicht für diese Row, aber für die Stair Und müsstest du ja dann. einen Stair. Gut, beim Stair macht es an sich ist ja eh egal. Ja. Da läufst du ja über eine glatte Linie und musst drüber hüpfen. Aber die Frage ist eher, warum bleibt es hängen? Ja, das stimmt. Ja. Aber gut, wir können jetzt Okay. erstmal das so hinnehmen. Ja, stimmt auch. Vielleicht kann man auch irgendwie einstellen, dass also auch, dass er, wenn du am Anfang hochhüpfst, hängst ja auch und stehst einfach fest, so boff. Dass wenn du es so weicher irgendwie hinkriegst, dass er da eher rüberkommt. Also dass er so dran langrutschen Ja. kann und nicht alle Kräfte cancelt sozusagen. Ja, das Problem ist hier auch am Player. Ich zeige es nochmal schnell. Dass der. Sein Collider sieht man hier. Der geht bis hier vor. Ja, also was ich jetzt meine, wenn ich, dass der halt, also aktuell ist so, wenn du damit collidest, dann bleibt er einfach stehen und macht gar nichts. Und wenn da aber halt entsprechend der Force an der Kante langrutschen könnte, bis er halt weiter kann, dann könntest du sozusagen ihn über diese Hindernisse hüpfen oder rutschen lassen, sozusagen. Also nicht, also er kann nicht durch, aber halt entlang rutschen, weil der, wenn du springst, zumindest hast du ja so eine schräge Force eigentlich, die dann. Eigentlich müsste er das aber. Aber für ihn ist er, genau. Was ist denn Und das? Hier ist ja komisch. Das wundert mich aber. Ist er so das ist dagegen? derselbe Grund, warum wir hängen bleiben, denke ich, warum er das da macht. Können wir mal probieren, ob wir das Kinematic machen. Ah ne, dann reagiert er gar nicht. Was haben wir hier? Masse, Gravity, Angular Drag. Ne. Du musst eigentlich, wenn was passiert, wenn A collided. Machen wir das continuous? Auch nicht. Das Was ist ja noch er kleben hängt halt in der geblieben. Luft, das ist halt das Komische, ja. Also Also ich halte halt gedrückt nach rechts. Man sieht auch, er fällt langsam. wenn du loslässt, dann Fällt er. ja. Das heißt, wenn du die Velocity. Also wahrscheinlich, weil wir so beim Beim Drücken. können wir, also es gibt ja eine Schwerkraft, die nach unten eine Kraft wirkt. Genau, und wenn wir drücken, geben wir mehr Velocity in der Ja, dann Luft. fährt er halt die ganze Zeit fest Fährt dagegen. genau. Ja, wenn du nichts drückst, was passiert dann? Wie meinst du Wenn du das? jetzt einfach dagegen springst und aber loslässt. Das. Auch irgendwie komisch. Ja. Okay. Aber jetzt wollten wir noch die Stairs machen. Genau, die können wir auch noch bauen. Gut, der sind im Prinzip gleicher Code. Und dass wir dem noch hier. Nach Aber ich brauche oben. eine For Loop noch. Moment, zu wenig kopiert. Ja, wollte gerade sagen, dass sie geschweift die Klammer am Ende noch vergessen hat. Ja, hier machen wir im Prinzip das gleiche. Ja. Gleiche wie unten, dass wir sagen, Collider Start Size Position Y Y. plus Collider Size Y. Deine Webcam hat den Fokus verloren. Oh. Bist jetzt nicht mehr scharf. Jetzt. Wie genau. Genau. So, dann machen wir uns noch ein paar Stairs. Stair. Machen wir mal 20. Das ist sehr hoch. Das ist sehr hoch, nochmal Ja. 5. Ah, aber interessant. Lass mal 20. Muss ja nicht so hoch gehen. Weil wir haben, glaube ich, aktuell ja nur links und rechts unsere Kamera justiert, ne? Das heißt, wir können dann oben rauslaufen aus der Kamera. Oder? Ja.
Folgen wir dem Player? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. Hackelig alles, ne? Bisschen, ja, das muss dann ein Ja, bisschen schleifen. Muss immer hüpfen und dann rübergehen. ich. Ich war schon mal da so. Das dauert ja ewig, bis ich da oben bin. Wo hängen wir denn jetzt? Zu früh nach rechts gedrückt. Oh, du kannst aber zwei auf einmal hin. Naja, die Kamera folgt nicht. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist bei Mario auch so, dass du dann oben rausgehen kannst. Das hat aber eher so ein Fallschirmding. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen unsere Schwerkraft erhöhen. Können die Masse erhöhen. Mal 10. Und dann springt er nicht so. Und dann springt er nicht mehr. Nur 2. Ja, mit so wenig Vorteil. Ja. Ist das Okay. unsere 1? was ich jetzt überlege, ob die Stairs nicht schöner wären, wenn er sozusagen immer erst eins rüber und dann hoch geht. Wie meinst du es? Na, jetzt schwebt das ja so. Ja. Und eine Treppe wäre ja schöner, wenn das so im. Also. Wenn es verbunden wäre, sozusagen. Also, dass du Ich. erst eins nach rechts gehst und dann eins nach oben. Also, pro. Ach so. Du machst praktisch immer zwei nebeneinander Ja. und dann machst du erst das Y höher. Okay. In der For Loop musst du zwei Cubes machen. Ist das nicht sogar eine Rekursion? Nee, ich glaube, du kannst einfach in dem For Loop zwei zeichnen. Also, das heißt, erstmal brauchen wir 1, 2 und dann oben 1, gell? Also vom Prinzip, 3. Ach so, wir brauchen nur 1, 2, verstehe, ja. also ich würde bei 1 einfach, also wenn ich eine Stair mit 1 eingebe, bekomme ich so, bei Keine. meiner Idee würdest du jetzt zwei nebeneinander bekommen, eine Row mit 2. Ich dachte, man kann ja auch sagen, ein Cube, dann zwei Cubes, dann drei Cubes. Dann Immer hat so man. ein Turm, ja. Genau. Könnte man auch so komplett gefüllt drunter. Könnte man auch Genau, das überlegen, wäre halt so eine Treppe. Dann müsste man eigentlich ja, pro Loop eins oben drüber machen und nach rechts versetzt. oder du nimmst die Row und machst praktisch lauter Rows übereinander, die immer eins kürzer Ja, das werden. geht auch, ja. Und die Row hätten wir ja schon. Das heißt, du könntest praktisch in dem For Loop für jeden Ja. Schritt eine Row machen Ja. Eine. und Und die Position ändern und die Anzahl verkürzen. genau, also du musst praktisch Y den I nach rechts Ja. und die Länge wird um I kleiner. Ja. Probieren wir das mal. Das ist doch eine Rekursion. Ja. So gesehen. Was Position? Ja, Startposition. Ja, haben wir ja oben jetzt Startposition. Ja, du musst die wahrscheinlich anpassen, weil du musst die ja dann immer um I nach rechts noch verschieben. Genau. Und nach oben. Genau. Genau, also jetzt in der ersten Loop, also geht er hier. Ja, dann ist der ja noch 0. Dann nimmst du einfach Startposition X und Startposition Y. Und du brauchst wieder die Collider Size. Eigentlich genau das gleiche wie hier oben. Vielleicht nimmt was eine Variable, dann ist es nicht so lang da drin. Na gut, geht auch so. So, warte. Ich Aber stehe den schon, Collider haben wir dann ja warte, nicht. wir. Ich stehe, also wir machen jetzt erstmal eine Das Row. Problem wird sein, wir haben ja den Collider gar nicht. Und damit wissen wir die Size nicht. Und dann können wir ja nicht um das verschieben. Blöd. Dann musst du wahrscheinlich. Na gut, wenn wir den Typ eh reingeben, was wir machen wollten, dann könnten wir es holen. Wenn wir das Ja, aber du Objekt brauchst ja um. eine Instanz, um das zu bekommen. Du könntest zwei For Loops ineinander schachteln.
Und dann könntest du einfach immer drauf zurückkommen. Aber es ist vielleicht auch zu kompliziert. Lass erstmal, mach mal rückgängig oder machen die Stairs so, wie du es gedacht hast. Jetzt erstmal ist das doch so auch okay. Aber man sieht, man kann da sich sehr austoben. Ja, auf jeden Fall. Könnte man auch das dann nochmal in ein eigenes Objekt rausziehen, dass ich sage, ich möchte es der ja, klar. haben und dann. Ja. Das kann man auch machen, ja. Man kann ja auch Prefabs anlegen. Also in das wäre, wenn man es jetzt manuell machen würde, könnte man ja hier zum Beispiel so ein Objekt sich zusammenbauen und dann einfach rüberziehen. Und dann ist es, ich glaube, das hast du beim letzten Mal schon mal gezeigt. Und dann kann man das über den Namen instanzieren. Das geht auch. Ja. Dass man so die gängigen 3 Würfel, 4 Würfel, 5 Würfel, Stair 1, Stair 2, Stair 3 sozusagen schon hat. Und die dann nur einfügt, ja. Ich wollte mal kurz das ausprobieren. Was passiert, wenn ich das hier drin mache? Aber du siehst da irgendwie bei dem. Ja? Ah, nee, weil wir es bei 0 gesetzt haben. Ich dachte gerade, dass da irgendwie da komisch aus dem Dritt kommt. Aber wir haben es auf 0 gesetzt, ja. Ich wollte mal was ausprobieren. Was passiert, wenn ich so ein Prefab im Game Mode anlege? Bleibt es mir erhalten? Yes, auch cool. Und dann kann ich das wahrscheinlich einfach so reinziehen. Ja. Cool. Wollte ich mal testen. Was ich noch überlege, da wir ja verschiedene Elemente dann kombinieren wollen, wäre es nicht gut, wenn wir so ein allgemeines Grid hätten, also dass der Würfel genau 1 groß ist zum Beispiel, dass ich einfach sagen kann, 1, 2, 3, 4, 5, also von der Position auch, dass ich dann, wenn ich jetzt, dass ich habe eine Row und möchte direkt danach das der anfangen lassen. Ja, da müsste ich ja jetzt wissen, wo die Row aufhört, mit der Breite, die der Rigid Body hat, der Breite. Ja. Weil es nicht 1 ist. Und wenn wir es aber so machen, dass unser Koordinatensystem sozusagen immer, also 1, der Würfel ist auch 1 groß, das dann könnte mir einfach so, okay, wenn ich weiß, ich habe eine Row mit 3, ich habe jetzt bei 0 angefangen, also 0, 1, 2 sind Würfel und ich mache meine Stair bei 3, x, Wert x, dann passt es genau hintereinander. Ja. Dann könnte man das, weil wir praktisch in das ganze Level ja dann an verschiedenen Stellen diese Würfel einblenden wollen. Ich glaube, das Problem hauptsächlich ist, ich meine, dafür müsste ja der Sprite Renderer genauso groß sein wie der Collider. Ja, weil im Moment ist ja so, dass wir sagen, Scale ist 1, aber der Collider ist ja nicht 1, sondern der ist 1,85. Ja. Warum ist der nicht auch 1? Also, ich denke, so ein Würfel ist ja 1, ne? Dieses Grid. Genau. Was da ist. Mhm. So. Und wenn wir sagen würden, oder wir können auch, oder auch 2, ja, dass der Würfel 2 ist von der Dimension. Das halt sich an dem Grid orientieren kann. Was passiert, wenn du bei Size etwas Größeres einträgst? Dann wird der Collider größer, siehst du? Ich habe nicht richtig geguckt. Das ist zu groß. Mach nochmal 2. Und für den anderen, für den Y auch? Ich weiß nicht genau, welchen man. Er wird größer auf jeden Fall. Ah, für Y sieht man besser. Ja. 20, er wächst nach unten. 5. Ja, wenn du dann bei der Position halt ganze Werte hättest. Das wäre gut, ja. Das wäre halt praktisch. Ja, trotzdem am besten wäre es an sich, wenn wir wirklich nur einen einzigen Collider haben um das ganze Objekt herum. Aber es stimmt, an den Stairs ist es dann wieder schwieriger. Ja, und ich meine, auch gar, also selbst wenn wir jetzt wir sagen, machen eine Row mit 3, und das ist ein Collider, und danach machen wir 1 Lücke und wieder eine Row mit 3, dann musst du ja die zweite Dreier-Row positionieren. Aber du weißt ja gar nicht die Position. Ja, wir müssten das.
Also kannst du, wenn du jetzt in Code gehst und meine Anforderung wäre, ich hätte gerne eine Row von 3, dann eine Lücke und dann wieder 3. Ja? Dann kannst du bei der ersten Row jetzt bei Vektor 2 zum Beispiel 5 eintragen. Aber was trägst du dann bei der nächsten ein? Ich verstehe. Ja. Ich denke, damit wir da einheitliche Werte haben, müssen die Sprites wahrscheinlich andere Größe haben. Guck mal, das ist ja Pixels per Unit. Vielleicht kann man das ja hier einstellen. Mal, wie kommt der jetzt auf 1,85? Ja. Ja, der nimmt halt die Pixel. Hier wahrscheinlich, ja. Guck mal, es sind 189. Ja. Wie könnte man das ändern? Du kannst da unten 189 eintragen. Erstmal Guck mal brauchst du. hier. Vielleicht. Gib mal was da ein. Das Moment. ist aber der Rahmen, den du Ja, da. ist nur der Rahmen, stimmt. Aber das sind ja dann Position. Ja, mach mal den, geh mal zur Box. Nicht Welche zu der, Box? ja, den Würfel. Nicht den Coin. Cube. Ah ja. Ja. Und dann geh mal rein in dieses Ding sie da. So, was haben wir jetzt für Werte? Das ist genau 185, Genau das ist es. 185. So, und jetzt geh mal raus und trag da mal, wo jetzt 100 steht, 185 ein. Bei Pixels per Unit. So, und apply. Oder so, weiß nicht, ob es muss. Und wenn jetzt start mal. Wenn er jetzt Größe 1 hat, Genau, sieht jetzt gut sind sie so aus. groß. Und jetzt passt auch die Stair. Siehst du Yeah. jetzt gar nicht, wie sie es überlappt. Was? Ah, cool. Ja, das ist gut. Okay. Gut, dann muss, das Gute ist jetzt auch, dass man jetzt nicht nach dem Collider gehen muss. Genau, jetzt kann man ein I machen. Genau. Dann vereinfachen wir das mal kurz hier. Leider braucht man nicht. Jetzt gehen wir über den Cube Transform X. Nee. Scale. Scale. Local Scale X. Genau. So. Und jetzt könnten wir praktisch, wenn wir jetzt sagen, uns ist der Würfel zu klein mit 1, tragen wir als Scale 2 ein und dann brauchen wir immer 2. Also 4 Crit-Punkte dann. Müsste dann automatisch gehen. Was meinst du jetzt genau? Wenn du dem Cube ein Local Scale von 2 gibst in X und Y. Wenn er uns jetzt zu klein war mit. Also vorher Ach war er bei so. 1,8 Ja. Einheiten. Und Stimmt, wenn wir ja. sagen, wir wollen, dass es halt nicht 1 ist, sondern 2, Dann ist könnten halt wir jetzt über Quatsch. den Aha. Scale auf 2 machen. Ja. Stellen wir gleich mal rein, gucken wir mal, ob das irgendwie sich verzerrt vom Ding. Ich passe das noch kurz hier an. Und jetzt können wir da auch das mit unserer Idee mit der Row machen. Ja. Ah ne, wir gehen aber immer noch auf den Local Scale vom Cube, den wir da nicht What? haben. Was? Du musst zustimmen, dass deine Daten nicht was? Was ist jetzt passiert? Ist irgendwas kaputt gemacht. Changes. Warte mal. Ich denke mal, der hat irgendwas erkannt und wollte mir helfen, hat es Ja, nur schlimmer gemacht. war alles ist jetzt alles kaputt. Lass das mal nur kurz an. Ja, bei links auch noch, das ist auch noch die Size. Ja. Skill. Cube. Transfer. Zu viel Copy-Paste. Override. So. Okay. So, und jetzt wollten wir hier, ich schiebe mal nur kurz nach unten, Create Items. Ja, das Problem ist jetzt halt, wir brauchen immer noch den Cube für unsere Formel, dass wir sagen können, Cube transform local scale. So. Und den haben wir ja auch nicht. Nee, eigentlich müssen wir doch nur sagen, wir machen eine Reihe mit 5. Okay? Im nächsten Loop-Schritt sagen wir, machen eine Reihe mit 4, Ja. aber um 1 Ja. verschoben und so weiter. Genau. Und das um 1 verschoben ist das Schwierige, weil du willst es ja nicht, also wenn der Scale 1 ist, dann kannst du einfach um i verschieben. Aber wenn wir den Scale dann auf 2 setzen von dem Cube,
weil wir sagen, 1 ist zu klein, dann braucht der diesen Scale-Wert wieder. Aber wir können es erstmal ohne Scale machen und dann gucken, wie es aussieht. Also wir machen jetzt erstmal eine Row. So, x ist Start Position x. Das gleiche wie oben, gell? Jetzt bist du an dem Punkt, den ich meinte. Noch erstmal i. Nur. I, ja, ist ja eins, gell? Ja, genau. Aber das funktioniert jetzt halt nur so lange, wenn ich den Scale ändere. Du musst noch, ja, nicht das, sondern Count. Minus i. Ah, nee, warte mal. Du brauchst noch den Ah. y-Wert. Y Auch plus i. plus i. Und wir gehen eins nach oben, eins nach rechts und machen es eins kürzer. Hier. Wahrscheinlich, weil du Ach. int und Jo. ach ja. Und solange So. unser Cube nur Scale 1 ist, Passt's, ja. passt's, ja. Nee. Der macht die längst nicht kürzer. Warum nicht? Nehmen wir zurück. Ah, weil du Count minus 1 geschrieben hast. Passt wie ein I. Nein, minus war er. Oh, ups. Kann man falschen Knopf jetzt. Ja, alles gut. Ich denke Ja, weil mal. deswegen hat, wir haben uns der von 5, deswegen hat er immer 4 genommen. Das gemacht, was wir ihm gesagt haben. So. Nice. Sieht doch gut aus. Genau, und jetzt könntest du noch, um das mit dem Grid auszunutzen, die Stair auf 1 einfangen lassen, nicht auf 0. Jetzt hast du unten die Stair zweimal drüber gemalt. Unten im Start, wo wir die Stair setzen, haben wir jetzt hier Ja. sozusagen gewonnen, dass du sie nicht auf 0 anfangen lassen kannst, sondern auf 2. Achso, du hast sie bei. Ja, Auf genau. 1 müsste sein, oder? Ja, genau. So. Dann ist sie sozusagen jetzt über den Würfeln. Genau. Ja. Okay. Müssen wir nur noch dieses Gehake da, wenn du Ja. gegenrennst. Könnte man vielleicht auch mal einfach mal im Internet schauen. Unity 3D. Man sieht nicht, was ich schreibe. Unity 3D. Collider. Was soll ich denn da suchen? Drag. Wie heißt das? Reibung. Ist doch Drag, oder? Du Internet hast geht nicht. vielleicht noch Charles laufen gehabt oder so. Ja. Aber vor der, warte, dann. Ach so, meinst du, ich. Egal, dann komm. Ich gehe mal kurz hier. Man sieht jetzt unsere schönen Gesichter. Dann Ja, können wir ich war irgendwie halb im ausprobieren. Bild, glaube ich, oder? Oh, ist jetzt auch ganz schief. Ich geguckt. Diesmal hat Stefan gar nicht seine Channel Points genutzt, um irgendwelche Wörter zu bannen. Du hast das mitgekriegt, dass das geht jetzt mittlerweile. Dann dürften wir irgendwie nicht Collider sagen oder sowas. Aber es wurde beim Backend-Stream benutzt. Das hat es etwas schwer gemacht, nachzuvollziehen, von was geredet wird. Naja, ich habe hier noch die Proxys an. So. Das passiert immer, Charles killt. Ja, wenn, wahrscheinlich, weil du hast doch gemeint, du morgens am Rechner abgestürzt und dann hat er wahrscheinlich den Proxy nicht richtig rausgenommen. Wenn du bereit bist, dass ich wieder zurückwechsel, sag Kann's mir. machen, ja, ich bin hier schon. Data Dragging on Drag is locked. Also das Problem ist irgendwie, dass er alles Movement cancelt, sobald er eine Collision hat. Deswegen hast du dieses An sich wollen wir ja, dass er collidet. Das ist ja, aber da wir halt, die Frage ist, warum ist da überhaupt ein Haken? Weiß ich, Ja. warum ist da überhaupt, das ist, glaube ich, das, was ich, wenn ich springe, Haben oder? die Würfel auch Physik? Dass die noch so ein bisschen fallen und sich so ein bisschen. Man könnte den Physik geben, ja. Aber haben wir nicht. Haben wir nicht, ne? Okay.
Die sind fix. Das heißt, auch wenn die, Ich wenn glaube, ich die. weiß, was das Problem ist. Das Nö. gleiche wie vorher. Und zwar, hier ist der Player, hat der. Jetzt hat er irgendwie 0,01 Ja. Y. Und das, weil wir das rausgenommen haben, dieses 0, also diese Default Collider Offset, was wir am Anfang mal gesetzt haben, haben wir jetzt wieder rausgenommen. Deshalb hat er jetzt Position Y, also wieder einen kleinen Gap. Und wenn ich hüpfe, ist glaube ich, ein anderer. Ist das Aber ein jetzt ist er ja höher. Jetzt geht's auch. Jetzt geht's auch. Jetzt ich nochmal. Ist immer noch gleich. Okay, komisch, dass du. Ah, jetzt hängt er wieder. Komisch. Was ist dieser Offset, dieser Dass du den höher Default? setzen, meinst du? Gute Frage, was Default ist, um es mal Setz ihn mal so auf printen. 1 oder so. Du kannst auch mal printen und setzen. Da, ach, hier oben ist er. Genau, setz ihn mal auf, also 1 ist ja Eins dann ist hoch, viel zu ja. hoch, ja. Ja. Aber nur, dass man mal guckt, was daran liegt. Interessant, dass es so hoch ist. Hängt auch, ne? Ist das überhaupt das? Ach, Offset heißt, hast gesehen, ich habe den Coin eingesammelt. Ja. Das heißt, der macht den einfach nur größer, den Collider. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Rundrum macht er, Genau. ja. Schauen wir uns mal an. Also der ist zwar noch hier, aber irgendwie Er hat halt rundrum ein reagiert der Offset. hier, Wie eine ja. Aura sozusagen. Ja. Aber du bleibst trotzdem hängen. Ja, bleibt trotzdem hängen. Ja, dann bringt er dafür nichts. Ja, aber wir sind auch schon wieder eine Stunde Ah, 20 stimmt. dabei. Also das können wir auch beim nächsten Mal Aufgabe für lesen. nächstes Mal. Ist auch immer gut, da hat man noch eine Ja. Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ja, Aber sieht doch dann. schon mal, zeigt noch mal das Spiel zum Abschluss. Ist doch schon mal hier fast Ah, Mario. entschuldigt, ich muss noch Ich im weiß nicht, Buch. wurde die läuft die Prediction eigentlich noch? Müssen wir die noch auflösen? Die was? Die Prediction, ob es wie ein Mario-Klon aussieht. Ach so. Ich kann ein Ergebnis wählen. Also 100% haben gewählt, ja, Tommy macht das schon. Auf die Frage, wird es in dieser Folge schon ein Mario-Klone? Weiß Glaub nicht. Also es sieht auch schon fast aus wie Mario. Das Movement ist noch ein bisschen gehakt, aber Ja. ich finde das, also Ich meine, was wir auch machen könnten, das ist halt Gravitation und Force. Man könnte es ja auch selbst einfach anziehen lassen und so, das quasi die Physik selbst schreiben, so wie es wahrscheinlich bei Mario war. ich, das, vielleicht könnte man auch mal googeln, irgendwie Movement Mario Unity, dass man da mal guckt, hat vielleicht schon mal jemand gemacht, Ja. welche Tricks man da noch machen kann, dass es rund wird. Jetzt, ich weiß gar nicht, was passiert. Also bei der Prediction kannst du so Channel Points, die du bekommst, wenn du den Stream schaust, Ja. setzen und bekommst sie dann, wenn du gewinnst, zurück. Jetzt Ah. hat aber, haben alle auf eine Lösung gesetzt. Also, und dann wird es halt aufgeteilt. Jetzt hat aber Okay. niemand auf Nein gesetzt. Dann Wenn kriegt jeder ich. das zurück, was eingeht, oder? Ne, aber, nein, man verliert ja. Und also die Seite, die ausgewählt hat, alle, die dafür gewotet haben, unter denen wird dann der Gewinn verteilt. So, jetzt sind insgesamt 500 Channel Points gesetzt worden. Und wenn ich jetzt Nein auswähle, dann wird das halt unter 0 aufgeteilt. Das heißt, die verschwinden dann einfach. Also ich finde, das sieht schon sehr stark wie ein Mario-Klon aus. So, Vorhersage abschließen. Hätte ich. Gut. Und das Tolle ist, da kriegt jeder jetzt seine Punkte zu. Ah nee, wenn die da gleich viel gesetzt sind. Egal. Ich hoffe, das passt jetzt so. Weiß auch Es hat nicht. nur eine Person eh gesetzt. Ach so. Das heißt, diese eine Person kriegt dann so ihr Dings wieder zurück. Sehr gut. Okay. Okay, ja.
doch schon mal ganz gut. Ja, dann guckt man, dass man beim nächsten Mal das Hakelige wegkriegt, vielleicht auch ein bisschen, dass der Ja, nicht. aber vielleicht wirklich können wir das nächste Mal gucken, ob wir irgendwie, ob das schon mal jemand gemacht hat. Ist ja wahrscheinlich jetzt nichts Neues. Ja, Und dass man stimmt. da sich noch ein bisschen was abguckt. Und dann, aber ich finde es schon super. Genau, da kann man es vielleicht sogar. Den Floor müssen wir jetzt noch rausnehmen, dass wir dann, das müssen wir eigentlich noch kurz machen. Du musst den Boden bei Null anfangen lassen und den Gesamtfloor rausnehmen. Ja. Also unseren Dummy-Floor brauchen wir nicht mehr. Ja, den nehmen wir raus. Floor. Genau. Und den brauchen wir nicht. Und den die Rows kannst du bei 0 anfangen lassen. Null. Genau, und dann kannst du die Stairs. Mach die mal 25. Nee, dann ist ja kein Loch danach. Ach so, da wird's ein Loch. Ja, erstmal nur Loch. Machen wir 25, damit es mit den Stairs zusammenpasst. Ja. Und dann, wo ist unser Player? Warte kurz, dann müssen wir eigentlich noch so machen. 26, damit wir dein Grid, was du ja vorgeschlagen hast, auch mal in Action sehen. Ja, Das da hier müsste jetzt bei. ein Loch sein, oder was? Ist das? Genau. Okay. Machen wir mehr Löcher. Machen wir. Mach ein paar. Er Ja, muss da machen wir drüber hüpfen. 5. Puh, ob das reicht. Okay, und der Player, wo Genau. positionieren wir den aktuell? Der Player müsste auf 0 sein. Genau, standardmäßig ist 0. Ich würde ihn auch auf 0 lassen, aber hoch, dass er einfach runterfällt. Wir wissen ja jetzt, dass es 1 hoch ist. Das heißt, wenn du ihn auf 1 Genau. setzt, müsste es eigentlich genau passen von der Ja. Y. Object. So. Ja. Schauen Jetzt, wo wir er mal. fast, also jetzt sind wir noch so halbe drin, muss noch ein bisschen rein. Egal. Null ist noch nicht null vorne. Null ist Mitte null. Vom Strafzettelsammler haben wir noch eine Nachricht im Chat bekommen, was denn Schönes gebastelt wird. Wir versuchen uns ein Mini-Mario sozusagen und basteln das so ein bisschen immer im Stream, jeden zweiten Freitag. Und schauen, wie weit wir kommen. Ja, genau. Wow! Ist ja wie Mario schon. Und jetzt ins Loch, lauf ins Loch. Ah. 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 Ah! Und wir haben noch keine Detection, dass man jetzt verloren Nee, hat. das Ne? müssen wir noch einbauen, Mittwochs, ja. richtig, Entschuldigung, Mittwochs, nicht freitags. Mittwochs. Jeden zweiten Mittwoch, Jeden genau. zweiten Mittwoch, ja. Warum hast du nicht gleich was gesagt? Ich habe dir gar nicht zugehört, ich war mit dem Spiel beschäftigt. Moritz fragt noch im Chat, ob es das auch schon auf Git oder GitHub dann Also, gibt. ich pflege Git, ja, aber wir haben es noch nicht auf GitHub hochgeladen. Das können wir noch Kann ich machen. machen, ja. Also, Ja. da findet man ja auch von unseren anderen Streams die iOS-App, das Backend in Quarkus und für den Hardware-Stream, ich glaube auch. Link, so, jetzt weiß ich nicht. Wir haben, glaube ich, irgendeinen, haben wir das schon? Da kommt es GitHub, oder? Oder wo läuft ich Ja, das? Consens auf GitHub suchen. Vielleicht, Moritz, du kannst vielleicht den Link posten. Ich nicht. Das ist alles Genau ja, das. lass mal nicht, dass irgendwas auftaucht, was nicht ins Stream soll. Okay. Genau, aber ich weiß nicht, ob der Timo noch da ist. Der wüsste das Command, wenn wir eins haben, um das einzufügen. Aber es ist einfach auf GitHub Aconsys suchen. Dann kannst du Und selber dann. mal gucken. Ich bin, glaube ich, hoffentlich. Bin ich eingeloggt? Wahrscheinlich nicht. Doch. Ja, lass mal. Einfach mal Ja, gucken, nicht, was. dass irgendwas kommt, was man. Ah ja, da ist der Link im Chat. Den du jetzt nicht öffnen kannst auf deinem Rechner. Aber der Link ist da. Genau, da findet ihr die Repositories zu unseren Streams. Genau. Ich würde meine einfach hochpushen. Habe immer am Commit vorne immer Day 1, Day 2, Day 3. Da kann man genau gucken, wo wir Ja. stehen. Bei iOS haben wir auch noch Tags benutzt für die. Aber meistens haben wir nur ein Commit und ein Tag. Also, Ah, Movie-App und die Hardware-Twitch-Lampe gibt es da schon, genau. Dann müssen wir dem Andreas auch nochmal auf die Finger hauen, dass er das ja. Backend da auch noch hochlädt. Ja, sehr gut. Gut, dann hoffe ich mal, dass ihr Spaß hattet. Ihr dürft gerne natürlich immer Tipps und Vorschläge einbringen, was wir noch machen könnten, weil wir machen das einfach so nach Gefühl. Jo, was halt kommt, ne? Genau, so wie es halt auch Spaß macht. Ja. Ja. Genau, dann danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns für den
Gaming-Stream wieder, wie gerade gesagt, in 2 Wochen, Mittwoch. Und unser nächster Stream ist voraussichtlich Freitag mit iOS. Geht's weiter. Genau, und im Link sieht man jetzt auch den Link nach YouTube. Da landen auch unsere Streams, wenn man die nachschauen möchte. Genau. Alles klar. Na dann, Mach's gut. macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.